23 Grad, die Sonne scheint und was könnte man Schöneres an so einem tollen Tag machen, als in dem Benz die Sitzheizung anzuschließen. Als ich damals den Benz gekauft habe, hat er hier an der Seitenwange so ein Loch gehabt und ich habe durch Zufall tatsächlich nagelneue Sitzbezüge gekriegt, also New Old Stock. Das heißt, die hat irgendjemand damals, als er seinen Benz gekauft hat, ausgebaut und hat die ins Regal gelegt. Und jetzt sind es meine und sind auch schon auf diesen Sitzen. Ich habe dabei die dann auch gleich aufgepolstert. Aber die Sitzheizung, die in diesen Bezügen drin war, ist noch nicht angeschlossen. Das mache ich heute bei 23 Grad. Und es gibt noch so ein paar andere Sachen, die man bei so schönem Wetter machen kann. Und zwar will ich hier ein neues Radio einbauen. Die Mittelarmlehne ist noch die alte. Die ist ein bisschen dreckig. Die mache ich jetzt auch noch sauber. Und wenn ihr das Ergebnis sehen wollt, dann jetzt einfach dranbleiben, schon mal Kanal abonnieren und liken und viel Spaß bei diesem Video. So, für die Mittelarmlehne habe ich mir Teppichreiniger besorgt. Den sprüht man da drauf. Und dann wird das mit der Bürste einmassiert. Wollen wir mal sehen, wie das ist. Das Radio ist ein Panasonic Monitor Receiver Radio. Das war damals unfassbar teuer. Und das ist so ungefähr so 10, 15 Jahre nach diesem Auto auf den Markt gekommen. Das heißt, es ist quasi nicht mehr zeitgenössisch. Also dafür ist Oldtimer-Kennzeichen eigentlich nicht drin bleiben. Passt aber irgendwie in die Zeit. Das ist mittlerweile, sowas hat mal gekostet, 2.500, 3.000 Euro. Sieht aus wie neu, kriegt man mittlerweile für 50, 60 Euro, vielleicht für einen Hunderter oder so. Je nachdem, das baue ich heute mal ein und dann schauen wir uns mal an, wie das hier funktioniert. Und wie gesagt, der wichtigste Part ist Sitzheizung anschließen. An den Sitzen selber sind Stecker dran, die muss ich nochmal kontrollieren, ob die richtig belegt sind. Und dann muss hier die Masse angeschlossen werden und vorne quasi noch der Stecker unten um das Armaturenbrett. Dazu müssen wir ein bisschen was zerlegen. Das machen wir jetzt. Aber als allererstes schauen wir uns mal an hier die Mittelarmlehne, was da rauszuholen geht. Ihr habt gesehen, die Sitze sind wirklich wie neu und die Mittelarmlehne ist vom Stoff her in Ordnung, aber einfach tierisch dreckig. Das machen wir jetzt als erstes. So, jetzt lassen wir das trocknen. Und dann wird das abgesaugt. Und dann schauen wir uns das mal an. Aber erstmal trocknen lassen. So, die Sitzheizungsmatten kamen damals teilweise teilzerlegt. Das ist der Stecker, der an den Kabelbaum muss, der unten im Auto schon verlegt ist. Der Kabelbaum war damals intakt. Was wir jetzt nochmal machen, ist einmal die Steckerbelegung zu kontrollieren, ob die auch in Ordnung ist, so wie sie sein muss. Das machen wir auf beiden Seiten. Das als ersten Punkt, um die Elektrik sauber zu verlegen. Und die oberen Pins sind vertauscht. Die tauschen wir einmal zurück. Und das Ganze kontrollieren wir gleich auf der anderen Seite auch nochmal. Und zwar ist das eine Kabel ist für die Sitzheizung in der Lehne. Das andere Kabel für die Sitzheizung in der Fläche. Und das muss man genauso pinnen, wie das sein soll. So, als nächstes hier einmal das mittlere Brett rausnehmen. Das habe ich schon wieder reingedrückt damals, ohne die richtig vernünftig anzuschließen. Das ist hier vorne nur mit einer Schraube befestigt und dann kann man das Ganze hochziehen. Das ist eigentlich über die Stecker. Ich habe jetzt keine Ahnung, welcher von diesen beiden Steckern für die Beifahrer- oder Fahrerseite ist. Das ist durch den Kabelbaum zu sehen. Das können wir jetzt durchmessen, wenn man das noch einfach so, wenn das alles eingeschlossen ist. Dann schauen wir uns einfach an, welche Sitzheizung warm wird und gegebenenfalls stecken wir einfach rechts und links um. Das ist also kein Problem. Also was wir jetzt hier machen, ist einmal das Masseband da unten anschließen und dann ist quasi mittelkonsolentechnisch alles schon fertig. Manchmal frage ich mich auch echt, was die Leute sich dabei gedacht haben. Ne? Da sind jetzt so viele Ausschnitte in dem Aschenbecher, anstatt da einfach auch noch ein vernünftiges Loch für die Ratsche zu machen und mit dem normalen Schlüssel war da einfach nicht ranzukommen. Also ich habe jetzt ein Loch da oben reingemacht und kann jetzt vernünftig die Schraube rausschrauben. Das, ich wollte nicht das Ganze, den ganzen Mitteltunnel ausbauen dafür. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Naja gut, Problem gelöst und jetzt geht's weiter.
So, das Letzte, was wir jetzt noch machen müssen, ist einmal hier unten den elektrischen Anschluss. Und zwar der hier muss hier hinter. Und hier ist dann noch die Spannungsversorgung plus. Es soll aber hiermit auch schon funktionieren, die erste Stufe. Das werden wir gleich sehen. Das heißt, wir bauen jetzt hier erstmal das aus und dann gucken wir mal. So, wie man jetzt schön sehen kann, ist da genau noch ein Steckplatz frei. Da stecken wir das jetzt rein und dann können wir schon mal probieren, ob das einigermaßen funktioniert, die Sitzheizung. Und dann müssen wir aber noch Plus anschließen. Das machen wir danach. Sehr gut. Das funktioniert schon mal. Funktioniert schon mal. Jetzt klemmen wir da noch 12 Volt dran. Und dann ist noch die große Frage, ist links auch links und rechts auch rechts? Dafür habe ich ein cooles Tool, das zeige ich euch gleich. So, die Sitzheizung ist jetzt komplett angeschlossen. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Powerleitung. Und bevor ich jetzt mir den Akt mache und einmal durch das ganze Auto das verlege, wollte ich einmal testen, ob das überhaupt funktioniert. Und habe das quasi mit einem Überbrückungskabel einmal das Plus angeschlossen. Das zeige ich euch einmal. Und so kann man natürlich nicht fahren. Aber bevor ich jetzt das komplett verlege, habe ich mir sowas hier besorgt. Und zwar, das ist ein Infrarot-System. Das kann ich einfach ans Handy anschließen und dann kann ich sehen, ob die Sitzheizung in Ordnung ist. Und das machen wir jetzt einfach mal. Das ganze System hatte ich mir eigentlich für den Bus besorgt, aber das kann man hierfür auch benutzen. Und das wird einfach hier unten reingesteckt. Und jetzt kann man sehen, was warm und was kalt ist. Und das Ganze machen wir jetzt mal mit der Sitzheizung. So, gekauft habe ich mir das System für den Bus, weil ich den Bus ja isolieren will und ich will wissen, wo hat die Isolation Sinn und wo nicht und wie wirkt sich das Ganze aus. Was aber natürlich jetzt total geil ist, ich habe gesehen gerade auf dem Top-Down-Thermoscanner, dass die Sitzheizung funktioniert und zwar der Schalter für die richtige Seite und es sind auch alle Windungen okay. Das heißt, die Sitzheizung, ich muss nicht warten, bis das durch den Stoff durch ist, sondern ich funktioniere einfach und das ist... Das ist Wahnsinn. Und das ganze System kostet nicht viel Geld. Ich verlinke euch das mal unten in den Kommentaren. Aber da kann man noch viel geilere Sachen mitmachen. Und zwar kannst du sehen, wenn irgendwo ein Kabel ein Problem hat, wo ein Rohr liegt, wenn da warmes Wasser durchfliegt und sowas alles. Das ist total geil. Ich gucke mal, ob ich euch im Haus noch was zeigen kann. Man kann hier zum Beispiel sehen, die Geräte, die im Standby laufen, erzeugen tatsächlich Hitze. Und was auch witzig ist, da stand ich gerade, da habe ich quasi den Boden erwärmt. So, das packe ich jetzt ganz gut wieder weg, weil das brauchen wir, wie gesagt, beim Busumbau nochmal. Aber gerade für solche Sachen, auch wenn ihr zum Beispiel irgendwo was bohren wollt und wisst nicht, wo im Boden jetzt zum Beispiel die Heizschlaufen sind oder wenn ihr einen Wasserschaden habt und wisst nicht, wo genau der jetzt ist, dann kann man halt mit so einem Infrarotgerät gucken, wo ist denn das Wasser ausgetreten, was ja dann kälter oder wärmer ist. Und das ist ziemlich praktisch für viele Sachen. Wie gesagt, ich verlinke euch das unten in den Kommentaren. Jetzt muss ich noch 12 Volt anschließen und dann ist die Sitzhaltung fertig. Normalerweise wird die Sicherung vorne mit einer Zusatzhose angeschlossen. Die habe ich aber einfach nicht bekommen können. Weder gebraucht noch irgendwie neu. Also habe ich mir selber was gebaut. Wichtig ist, dass man eine extra Sicherung mit einbaut, weil ich ja direkt von der Batterie jetzt nach in den Innenraum gehe und falls es sich irgendwo durchscheuert oder so und das Auto dann nicht abbrennen soll, weil davon ja echt viel Strom geliefert werden kann, ist es wichtig, Sicherung gleich nach der Batterie. Die lassen wir jetzt auch für die Installation erstmal raus. Dann muss ich mir jetzt irgendwo einen Platz suchen, wo ich in den Innenraum komme und von da aus dann anschließend an die Sitzheizung und dann erst die Sicherung rein. So, das machen wir jetzt.
brauche noch mal eine Mutter. Das Ganze war jetzt nur mit solchen Clips befestigt. Jetzt kann man das rausziehen. Und jetzt können wir mal versuchen, das Kabel da einmal rüber zu schieben. Auf die andere Seite. So, ich habe das Kabel jetzt einmal da durchgezogen. Jetzt muss das unten nur noch verbunden werden, vorne Sicherung rein und dann alles wieder zusammenbauen. Aber wir mussten sowieso das Beifahrer-Handschuhfach ausbauen, weil da soll noch ein Teil vom Radio hin. Deswegen passt das ganz gut. Und ich baue jetzt aber die linke Seite erstmal wieder zusammen. So, nachdem alles installiert ist, als letztes die 20 Ampere Sicherung. Und das war's. Jetzt können wir es noch einmal testen, aber das war der Einbau der Sitzheizung. Am Ende gar nicht so schwer. Ich werde mal gucken, ob ich noch Fotos finde, wie ich damals die Sitze neu bezogen habe. Wenn ich die habe, dann blende ich euch hier nochmal ein. So, und ansonsten machen wir jetzt kurz nochmal das Radio rein und dann sind wir durch für heute. So, im Fußraum wird die Steuerbox verbaut, direkt hinter dieser Fußstütze. Das ist kein Problem. Unter dem Beifahrersitz ist ja schon der Subwoofer. So, und das baue ich jetzt kurz alles wieder zusammen. Dann schieben wir das Radio noch rein und sind fertig. So, das war doch mein Tageswerk. Radio ist drin, Sitzheizung ist drin. Damit ist mein Projekt für heute abgeschlossen. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Und wir sehen uns im nächsten Video.